Wie gefährlich ist Einheit? Morgen beginnt UNUM 24, die Einssein-Konferenz in der Olympiahalle in München. Jedoch die Pastoren Lohmann und Mockler der FEG München Mitte raten ihren Mitgliedern von einem Besuch dieser Konferenz ab. Das ist natürlich ihr gutes Recht. Aber komischerweise wird dieses innergemeindliche Abraten nun von den großen christlichen Zeitschriften Idea und Pro kolportiert. Es wird dadurch zu einem allgemeinen Abraten. Daher die Frage, wie gefährlich ist Einheit? Aber alleine mit dieser internen Aktion stellen die Pastoren der FEG in München ihre Schäfchen in kein gutes Licht. Sie verleiten zu der Annahme, dass sich dort vor allem unmündige Christen treffen, die nicht in der Lage sind, alles selbst zu prüfen, um das eventuell Gute daraufhin zu behalten. Prüfet alles und behaltet das Gute. Man muss zuerst mit etwas in Berührung kommen, um es dann auch behalten zu können. Das Gute, sollte es vielleicht nur 20% sein, wäre für viele schon eine tolle Bereicherung. Diese wird nun den Mitgliedern wohl vorenthalten bleiben. Es ist doch bekannt, dass unsere Erkenntnis Stückwerk ist. Aus der Position eines Stückwerklers ist es immer sehr speziell, einem anderen vorzuhalten, eine unbiblische Theologie zu vertreten. Es ist statistisch davon auszugehen, dass die Pastoren Lohmann und Mockler mindestens so viele Irrtümer vertreten, wie Bill Johnson, den sie kritisieren. Nur bei ihnen merkt man es nicht, weil sie im Vergleich zu Johnson kaum jemand kennt. Wenn jedoch Johnson Irrtümer eingesteht und revidiert, wie in der Idea erwähnt wird, spricht das doch eher für ihn. Johnsons Heilungsbetonung wird kritisiert. Aber als Jesus die 70 aussendet, war der erste Auftrag, heilt die Kranken, und erst danach verkündigt das Evangelium des Reiches Gottes. Natürlich, bei einer Fokussierung auf Wunder in Großveranstaltungen fällt man dann von der anderen Seite vom Pferd. Aber hierzulande wird Heilung kaum berücksichtigt, sie hat kaum Priorität. Und außerdem, es wird eher ein Evangelium verkündigt, kommt zu Jesus, dann gibt's noch eine Tasse Kaffee. Die verheerende Frucht, die Lohmann bei Johnson attestiert, ist Spaltung. Das kann in der Tat unangenehm sein. Denn wenn man Mitgliedern nachdrücklich empfiehlt, irgendwo nicht hingehen zu dürfen und sie es dann doch illegalerweise tun, diese dann feststellen, da ist Liebe, Kraft und Leben, kann es schon passieren, dass sie dann einfach weg sind. Als ich über 10 Jahre eine Gemeinde geleitet hatte, habe ich den Mitgliedern immer empfohlen, geht gerne überall hin und wenn etwas besser ist als bei uns, teilt es mit, dann würde ich auch dorthin gehen. Nun gibt es diese Einssein-Konferenz und zugleich diesen Aufruf zur Uneinheit. Es könnte sich ja um eine falsche Einheit handeln, die von so manchen Endzeitverschwörungsgläubigen erwartet wird. Wenn uns das Wort darüber nicht im Unklaren lässt, dass Erkenntnis und alles, was wir im Fleisch produzieren, Stückwerk ist, sollten wir es doch endlich kapieren, dass die Lehrfrage nicht die höchste Priorität hat. Da sind die kopflastigen Deutschen eben besonders anfällig und viele meinen noch dazu, die einzige Wahrheit zu vertreten. Die richtige Einheit wäre nur mit denen möglich, die mit ihnen ihr einzig wahres Stückwerk vertreten. Alle anderen gehen der raffinierten Verführung des Teufels auf den Leim, wie es an anderer Stelle auch über diese Konferenz gemunkelt wird. Der Teufel sitzt indes auf einem lauschigen Plätzchen, beobachtet die ewig recht habenden Splittergruppen und lacht sich ins Fäustchen. Einssein ist keine Option. Stell dir vor, bevor du zum Gottesdienst gehst, überlegst du dir, diesmal nehme ich nur den linken Arm mit. Ich weiß, das klingt blöd, aber die meisten Überlegungen zur Einheit sind genauso blöd im Blick auf den einen Leib Christi. Denn wäre der rechte Arm nicht dabei, wäre er kein Teil mehr vom Leib. Ein loser Arm würde in Kürze verwesen und stinken. Der Arm hat keine Einheit mit dem Leib. Nur in einer denominationellen Kühlkammer kann man den Gestank vermeiden, aber lebendig
wird er dadurch nicht. Besonders solche abgetrennten Körperteile warnen vor Einheit, denn es könnte dadurch offensichtlich werden, dass sie zwar die einzige Wahrheit haben, aber in der Kühlkammer diese nicht anwenden können. Nur wer gestorben ist, kann eins sein. Das ist sicher eine der Ergebnisse von Bewegen Anfang Juni. Das Fleisch in der Kühlkammer kann das Reich Gottes nicht erben. Keine Chance. Das Fleisch muss Recht haben. Es muss andere kritisieren. Das Fleisch hat die Neigung zu Hass und Neid. Aber wenn sich Gestorbene treffen, haben diese alleine wegen ihres Zustandes ein hohes Maß an Einheit. Von allen ist das Fleisch gleich tot. Höre dir die Aufzeichnungen von Sterben um zu leben an. Die sind sehr hilfreich und zeigen, dass Sterben der Gewinn ist. Sie sind nun alle hochgeladen. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, fordert Paulus in Epheser 4,3 auf. Überall, wo im NT befleißigen steht, geht es um etwas Substanzielles. Und darin steckt noch ein gigantisches Geheimnis. Es ist die Einheit des Geistes. Die Einheit gehört ihm. Die Einheit gehört keiner FEG, nicht der Ökumene, auch keiner der 46.000 christlichen Denominationen. Sie gehört einzig und allein dem Heiligen Geist. Da haben wir alle großen Bedarf, das besser oder tiefer zu erfassen und nicht leichtfertig für oder gegen Einheit etwas zu sagen. Wie geht es dir mit deinen Gedanken zur Einheit oder mit Erlebnissen in diesem Zusammenhang? Du hast die Möglichkeit, deine Gedanken, Offenbarungen und Visionen dazu mitzuteilen auf der Website www.1-gleich-wie.com. Dort gibt es konkret 4 Fragen, die du beantworten kannst. Herzliche Grüße, dein Peter Ischka. Abonnieren Sie den Kanal und empfehlen Sie ihn Ihren Freunden. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung zum Video. Auch alle Bibelstellen, die hier zitiert wurden. Dieser Arm hat keine Einheit mehr mit dem Leib, bleibt in mir und ich in euch. Wie ein Arm nichts von sich selbst tun kann, er bleibe denn an mir. Aber wie geht Einheit? Gleich wie ich mit dem Vater, so ihr mit mir. Jesus betet in Johannes 17 für 3 Dinge, damit Einheit überhaupt möglich wird. Ohne die Erfüllung dieser 3 bleibt Einheit weiterhin ein Traum. Starte dein persönliches Einheitsentwicklungslabor. Denn wo 2 oder 3 so eins werden, gibt es keine Begrenzungen mehr. Also, wie geht Einheit?